In diesem Video schauen wir uns das einsteigerfreundliche und kostenlose Windows Privacy Dashboard an und erhöhen damit den Datenschutz in unserer Windows 10 Installation. Windows 10 ist dafür bekannt, dass es den Datenschutz seiner Nutzer nicht so richtig ernst nimmt. Ich mache das immer so, dass ich bei der initialen Installation alle Häkchen rausnehme, die man so rausnehmen kann und so die Datensammelwut von Windows 10 schon so ein bisschen beschränke. Allerdings weiß ich auch, dass es immer noch Funktionen gibt, die sich gar nicht abschalten lassen und man muss auch immer wieder darauf achten, bei jedem Update, ob die Einstellungen noch so gesetzt sind, wie man sie mal gesetzt hat. Es gibt jetzt verschiedene Programme, die da so ein bisschen Abhilfe schaffen wollen, aber auch für die gilt, nach jedem Update lieber nochmal kontrollieren. In den Kommentaren hat mich jemand auf wpd.app hingewiesen, heißt wohl Privacy Dashboard für Windows und das habe ich mal runtergeladen. Das Schöne an dem Teil ist, man muss nichts installieren, das ist einfach portabel, die Exe kann man entpacken und direkt ausfüllen. So sieht dann das Kontrollcenter aus oder das Dashboard, um beim Wording der Entwickler zu bleiben. Hier hat man jetzt drei Kategorien, wir fangen mal bei Privacy an. Und hier sieht man schon eine ganze Menge, dass man deaktivieren kann. Was mir hier bei den meisten Sachen gut gefällt, ist, dass sie erstens schon mal einen entsprechenden Begriff nebendran haben und ich die ausschalten kann. Zum Beispiel das Windows Customer Experience Improvement Program. Das schalte ich natürlich aus und wenn ich noch nicht weiß, was das ist, kann ich es mir hier nochmal anzeigen lassen. Da kriege ich eine kleine Erklärung dazu. So, wir gehen mal zurück. Hier gibt es noch den Blocker. Das finde ich ganz genial. Da wird einfach die Windows-eigene Firewall verwendet, um die Windows-Telemetriedaten zu unterbinden. Das sind nämlich genau die, die ich nicht in Windows selber abstellen kann. Und der letzte Punkt sind hier die Apps. Es gibt ja so ein paar Apps, die sich nicht deinstallieren lassen. Wenn man zum Beispiel den Store nie benutzt, kann man hierher gehen und den einfach löschen. Die Software bietet hier oben noch die Möglichkeit, einen Restore-Point zu setzen, würde ich auch empfehlen, im Fall, dass man hier irgendwas kaputt macht. Man hat auch immer wieder hier unten zum Beispiel die Möglichkeit, auf die Default-Einstellungen zurückzukehren, falls man irgendwas zu viel hier rausgenommen hat. Generell muss ich aber sagen, dass ich es total schade finde, dass man, wenn man ein Betriebssystem installiert, erstmal damit beschäftigt ist, das Betriebssystem so hinzubiegen, dass es überhaupt den Anforderungen entspricht. Bei Linux ist das ein bisschen besser. Da kann man sich quasi schon von vornherein die Distribution raussuchen, die genau das tut, was man macht. Allerdings kommt das halt auch mit ein paar anderen Nachteilen daher. Ist ja nicht ohne Grund so, dass Windows so beliebt ist. Zu Windows 10 habe ich noch mehr Videos gemacht. Eine kleine Auswahl davon bekommt ihr jetzt hier im Abspann präsentiert. Mit denen könnt ihr Windows dann weiter an eure Bedürfnisse anpassen.